Welt liegt vor uns. Sie liegt uns zu Füßen. Und wir schauen weise auf sie hinab. Wir sind eine Generation. Generation Audio. Und damit herzlich willkommen, liebe PlayStation-Freunde, zur Vorstellung des dritten PlayStation 4-Titels für das PlayStation Plus-Angebot im März 2017. Das Ganze wieder für PlayStation Experience, das PlayStation 4-Magazin. Unten in der Beschreibung, ihr wisst Bescheid, sämtliche Links zum Magazin. Und wir nehmen uns den dritten und den wahrscheinlich bekanntesten Titel vor, Tear Away oder Tear Away. Ich habe jetzt Intro und Geschichte und Einleitung alles für euch übersprungen. Ich will euch keinesfalls spoilern, denn allein dieses Intro, das ist schon so total, ja, herzerweichend. Wäre es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist einfach knuffig. Ich nenne es jetzt einfach mal knuffig, das Intro. Und von daher, ich will euch nur ein bisschen Gameplay zeigen. Ich will euch nichts von der Story mehr irgendwie vorwegnehmen. Das sollt ihr alles schön selbst erleben, denn das sieht schon mal ganz so aus, als ob sich das lohnen würde. Und wir starten jetzt einfach mal direkt zurück ins Spiel. Mit dem Licht an. Zeig ihm, dass du da bist. Und wir spielen das größtenteils mit der Versuch das besser mal woanders. Oh, sieh dir das an. Ich glaube, das gefällt ihm auch. Oh, ist... Oh, ja, du erfüllst diese Welt wirklich mit Leben. Er hat dich gesehen. Ich glaube, er wird dir jetzt folgen. Leite ihn mit deinem Licht. So viel dazu. Mal sehen, wo er hin will. Das ist jetzt sehr wichtig. Achte auf die Eichhörnchen. Ihre Zungen sprechen die Wahrheit. Hallo Wesen, ich bin ein Anleitungseichhörnchen und hier, um zu helfen. Wenn ich etwas Neues erklären muss, tauche ich auf und rede mit dir. Wenn du feststeckst, erscheine ich in der unteren rechten Bildschirmecke. Drücke die Unten-Taste, wenn du mich siehst, dann öffne ich den Eichhörnchenführer auf der richtigen Seite. Jetzt sollten wir erst deinen neuen Freund unter Kontrolle bringen. Versuch jetzt dein Leitlicht auf das Gesicht des Kuriers zu leuchten. Ihr spielt es mit der Achsensteuerung des Gamepads. Das ist auf jeden Fall nett. Das würde ich mir wünschen, dass das in mehr Spielen genutzt wird. Wirklich das mit der Achsensteuerung einfach ein bisschen auszureizen. Schon allein deswegen kriegt das Spiel einen Pluspunkt, weil das mal so ein bisschen was anderes ist. So. Eine Verbindung entsteht. Und schau, da oben, da entsteht ein Weg rüber in die Welt des Wesens. Iota, da musst du deine Nachricht hinbringen. Lass dich vom Wesen leiten. Laufen. Bewege L, um den Kurier laufen zu lassen. Okay. Das ist so niedlich. Okay, also es ist total niedlich. Mit dem rechten Stick können wir die Kamera ein bisschen drehen. Laufen, bla bla bla. Ach so, okay.
Das ist so niedlich. Ich mag das. So, ich gucke mich hier nur ein bisschen um. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Was wahrscheinlich sowieso passieren wird. So, also wie ihr seht, wir sind so ein kleiner Briefkurier. Und müssen... Was? Eine Nachricht überbringen. Warum hat sich dieser Baum gerade bewegt? Das ist so süß. Ich finde das geil. Das mit dem Licht schnalle ich jetzt nicht so ganz, wofür ich das gerade nutzen soll, denn wenn ich das hier mache, seht ihr, da erscheint ein Pfeil. Und der Pad hat eben kurz vibriert. Okay. Soll das sowas wie ein Portal sein hier? Gucken wir gleich mal. Ist der Himmel müde? Ich lasse euch. Zweig! Oh, oh je! Ja, das war doch nicht schlimm. Aber die Geschichte braucht ein paar Schurken. Wie wär's mit Krähen? Krähen sind furchterregend. Weichling, nein. Wir brauchen etwas Neues. Etwas Böses aus der Welt des Wesens. Etwas wie die da. Sieh nur, wie sie hereinströmen. Das gibt der Geschichte eine fiese Wendung. Und wie genau nennt man die Dinge? Schnipsel. Furchtbare kleine Dinger. Okay. Oh, eigentlich ist das ein ziemliches Chaos. Die Leute scheinen eure Hilfe zu brauchen. Was ist das Ende der Welt? Es fällt eine Plage vom Himmel, um uns zu vernichten. Bist du einer von denen? Ein Geist der Dunkelheit? Oder ein Bringer des Lichts, der uns rettet? Tu, was nötig ist. Ich kann nicht hinsehen.
Alles klar. Das Licht hat ihnen gesagt, dass sie in den Brunnen springen sollen. Du hast diese Steine zum Fallen gebracht. Die Geister unserer Vorfahren müssen dich geschickt haben. Ja. Ach, da sind noch Fische. Das Sonnenlicht gehorcht dir. Du hast uns gerettet. Danke. Ja, das hab ich wohl. Sind hier noch mehr? Das Licht hat die monströsen Tentakel verscheucht. Gut gemacht, ihr beiden. Ihr habt die fiesen Augenkisten vertrieben. Wir haben noch mehr Tricks auf Lager. Okay, das ist meine Geschichte. Gut. Die Bühne ist bereit. Darsteller ausgewählt. Deine Rolle ist es, Jutta zu leiten und so die Nachricht zu überbringen. Auf zu dem Loch im Himmel. Viel Glück. Das ist meine Geschichte. Viel Glück. Oh, sieh dir das an. Dies ist Jutas Fortschrittstagebuch. Damit kannst du Abenteuer fortsetzen oder Teile erneut besuchen. Hier findest du Informationen und Erinnerungen. Blättere doch mal durch. Ja, das soll's jetzt hier gewesen sein. Ich denke mal, man hat schon gesehen in den ersten paar Minuten hier, dass das ein total knuffiges Spiel ist und dass es so ein bisschen auf Papierfalten und so weiter so ein bisschen aufgebaut ist. Es gab den Titel ja vorher schon für die Vita und auch hier funktioniert der erstaunlich gut. Ich hätte nicht gedacht damals, als man den Titel für die PlayStation 4 vorgestellt hat, dass der so gut funktioniert, dass der so auch so ein bisschen fesselt. Man hat wirklich ein ganz, ganz herzerwärmendes Spielgefühl dabei. Das lässt sich schwer beschreiben. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, das schon mal vorweg. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass diese Geschichte so ein bisschen darauf hinausläuft, dass man dem Spieler, also uns, einfach nur einen Brief überbringen soll, in dem irgendwelche netten Worte stehen. Und das Ganze hier auch mal mit der Achsensteuerung und mit der Lichtleiste zu spielen, das ist mal eine Variante, die es leider viel zu selten auf der PlayStation gibt. Also das wird gar nicht wirklich so in dem Maße ausgenutzt, wie es eigentlich möglich wäre, was ich ein bisschen schade finde. Deswegen umso schöner, dass es hier bei diesem Spiel so genutzt wird. Ich kann hier nichts anderes sagen, als das ist ein wahnsinnig liebevoll gestaltetes Spiel.
Die gesamte Soundkulisse, das gesamte Setting, das hat einfach sowas Niedliches, das ich euch echt nur ans Herz legen kann, wenn ihr auf so kleine Adventures steht. Dann scheut nicht und wagt einen Blick. Ich will euch nicht mehr von der Story vorwegnehmen. Ich habe euch so ein bisschen das Spiel gezeigt, wie es aussieht, wie es sich spielt. Und den Rest überlasse ich euch, damit ihr auch was davon habt. Und damit sind wir mit den Videos für den März 2017 soweit durch. Es gibt natürlich noch ein paar weitere Spiele. Verlinkungen zu allen Spielen, die es im PlayStation Plus Angebot diesen Monat gibt, findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Das heißt, da könnt ihr euch nochmal externes Videomaterial angucken, damit ihr dort auch mal auf die anderen Spiele, die ich jetzt hier nicht per Video vorstelle, einen Blick werfen könnt. Und damit soll es das gewesen sein. Vergesst nicht, unten in der Beschreibung auch noch sämtliche Links zu PlayStation Experience. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Reinschauen. Nächsten Monat werden die nächsten Spiele vorgestellt. Bis dahin erstmal bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.